Es ist nicht allzu lange her, da waren sie aus unserem Leben nicht wegzudenken. Geniale Erfindungen, die unseren Alltag aufregender machten. Ich bin mit dem Walkman rumgelaufen und fand mich und den Walkman ziemlich cool. Manche wirken aus heutiger Sicht ziemlich uncool. Es war ein Riesenteil, das war also gefühlt so. Eine Reise in die Technikgeschichte. Da kommt Nostalgie auf. Man blüht so auf, ne, wenn man diese alten Sachen hört. Telefonzelle. Und dann waren sie auf einmal alle weg. Was hat eine Kassette mit dem Bleistift zu tun? Manchmal, da geht dieses Band irgendwie ganz komisch raus. Das hatte ich früher bei meinen Kassetten immer. Und mit einem Stift kann man es wieder aufziehen. Können wir Bandsalat gerne früher immer gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ich kenne auch keinen, der noch welche benutzt. Ja, tatsächlich, weil wir haben so zwei Platten-Decks in der Wohnung stehen und machen manchmal Mixtapes fürs Auto. Eigentlich nutzt man die gar nicht mehr, leider. Und jetzt ist es ganz einfach. Jetzt legt man die CD rein und dann ist es gut. Für die meisten ist sie ein Relikt aus anderen Zeiten. Die Musik- oder Kompaktkassette. Sie war billig, praktisch und robust. Und doch ist sie heute fast komplett ausgestorben. Dabei war sie lange das Musikmedium Nummer eins. Als die Kassette in den 70er Jahren den Markt erobert, ist das ein Quantensprung. Sie verändert für immer die Art und Weise, wie wir Musik hören. Ach Gott, ich hab sie geliebt. Auf einer Kassette konnte man sich seinen eigenen Musikmix machen. Also man konnte sogar überspielen, teilweise konnte man sogar überspielen. Aber das Schöne war halt, im Radio aufzunehmen und sich das so aufzunehmen, wie man es haben wollte. Das war ja vorher nicht möglich, Schallplatte war festgepresst. Also die kriegte man ja so, wie sie war. Dabei waren die ersten Kassettenrekorder, die 1963 auf der internationalen Funkausstellung vorgestellt wurden, gar nicht für Musikliebhaber gedacht. Ursprünglich wurde diese Kassette einmal für ein Diktiergerät entwickelt. Heute hat sie sich allerdings so gemausert, dass wenn man sie auf einem Hi-Fi-Gerät abspielt, die Qualität so hervorragend ist, dass sie der Schallplatte kaum noch nachsteht. Die Erfinderfirma Philips gibt die Lizenzen für die neue Technik schon sehr bald frei. Und schlagartig bieten Hersteller auf der ganzen Welt Kassettenabspielgeräte an. Der Philips-Tonträger avanciert zum Standard in Ost und West. Konkurrierende Kassettensysteme haben keine Chance. Der Siegeszug der Musikkassette oder MC ist rasant. Schon Anfang der 70er hat sie fast jeder. Das Magnetband in der Plastikhülle wird zum Massenmedium für alle Arten von Musik. Preiswerter und unempfindlicher als Schallplatten und obendrein viel kleiner. Bald kann man Kassetten in jedem Auto hören und bequem mit nach draußen nehmen. Neben Musik sorgen Hörspiele für den Mega-Erfolg. In den 80er Jahren erobern Kassettenrekorder die Kinderzimmer. Heute die wahrscheinlich letzte Domäne der MC. Reihen wie Fünf Freunde, TKKG, Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg werden zu Bestsellern. Besonders populär sind die Geschichten der drei Junior-Detektive der drei Fragezeichen. Ihre Stimmen bis heute unverändert. Leinwand ist blütenweiß und makellos. Vielleicht ist ja nicht das Bild wertvoll, sondern nur der Rahmen. Da könnte doch voll innen hohl sein. Ja, wenn wir ihn aufsägen, dann finden wir vielleicht Diamanten oder eine Schatzkarte oder irgend sowas. Jens Wawrzeczek, Oliver Rohrbeck und Andreas Fröhlich sind die fleischgewordene Hörspielkassette. Seit der ersten Folge im Jahr 1979 sind sie die Fragezeichenstimmen. Heute erscheinen die neuen Folgen hauptsächlich als MP3. Aber zur Kassette haben sie immer noch ein besonderes Verhältnis. Musikkassette macht ein Geräusch. Versuch mal eine CD zu schütteln. Hörst du gar nichts. Wäre eine gute Wette für Wetten, dass Musikkassetten anhand vom Geräusch zu erkennen, was drauf ist. Ob es eine 90er, eine 45er oder eine 60er ist. Oder eine 120er. In den 70er Jahren werden Radiorekorder und Stereoanlagen mit Kassettendecks populär. Auf Leerkassetten kann jetzt jeder seine Wunschmusik aufnehmen. Und vor allen Dingen war das auch so viel. Ich meine, man hatte eine halbe Stunde bei der C60 auf einer Seite, man hatte eine Stunde Musik bei sich oder anderthalb Stunden Musik bei sich. Und wenn man zwei Kassetten hatte, war der Abend praktisch gelaufen. Da konnte man so um und das war großartig. Also das muss ich wirklich sagen. Das war ein echter Sprung. Das war eine tolle Geschichte, ja.
Das einfache Aufnehmen von LP auf Kassette führt dazu, dass Plattenhersteller ernsthaft um ihre Umsätze fürchten müssen. 1980 startet die Phonoindustrie eine Kampagne. Hometaping is killing music. Eine Mahnung vor den Folgen des Raubkopierens. Doch auch der Totenkopf hält Musikfreunde nicht von der Kassette fern. Mixtapes zum Verschenken und selber hören. So mancher wurde da richtig kreativ. Ich habe auch selber Labels angefertigt. Also ich habe alle diese Innereien rausgenommen aus der Hülle und habe dann zurechtgeschnitten mir ein kleines Papier. Das wurde dann teilweise handbeschriftet. Es wurde mit Schreibmaschine geschrieben. Es wurden wilde Titel für Mixtapes erfunden von mir natürlich. Also die Kassetten bekamen einen Namen und ein Eigenleben. Und so hatte ich dann irgendwann, ich glaube, so um die 54 Kassetten oder so. Da hört es dann auf. Allerdings gab es beim Aufnehmen aus dem Radio gemeine Stolperfallen. Natürlich habe ich auch selber aufgenommen irgendwann. Ich habe gerne Hitparaden-Sendungen gehört, Hits mitgeschnitten. Es hat mich zur Weißglut getrieben, wenn dann reingequatscht wurde oder abrupt abgebrochen wurde oder nicht richtig ausgeblendet werden konnte. Weil man ja immer den ganzen Hit drauf haben wollte. 18.20 Uhr, 10 Minuten vor halb 7. Ich weiß, es ist Mittag, aber wir müssen hier rausgehen, denn es gibt eine aktuelle Verkehrsmeldung. Nee. Je häufiger man sein Lieblingstape abspielte, desto größer wurde das Risiko von Bandsalat. Bandsalat hatte nun ja jeder mal irgendwann. Da ist ja so eine Vertiefung in und dann dreht man. Dann nahm man ja auch immer diesen Bleistift, steckte ihn in die Kassette rein und drehte dann stundenlang das Band wieder rein, das weiß ich noch. Wenn man Glück hat, ist es dann straff gespannt. Da betete man dann zu Gott, wenn man die Kassette einlegt, dass sie nicht wieder zum Bandsalat führt, sondern dass sie vielleicht wieder normal läuft. Trotz der Widrigkeiten, die Kassette bleibt über 3 Jahrzehnte der erfolgreichste Datenträger für Musik. Auf dem Höhepunkt 1991 werden allein in Deutschland über 78 Millionen MCs verkauft. Wenn ich jetzt unterwegs eine Kassette hören wollen würde, ich weiß gar nicht, ob es da so eine Art Walkman für Kassetten gibt. Klar, der Mini-Kassettenplayer namens Walkman von Sony war 1979 eine echte Revolution. Zum ersten Mal lässt sich die eigene Musik überall mit hinnehmen. Im Kopfhörer läuft der eigene Soundtrack, egal was die Umgebung macht. Doch, doch, ich hatte einen Walkman, ja, ja. Klar, und das war irre, so rumzulaufen und dann zu hören, wie die Musik den Kopf ausfüllte. Dadurch kam man ja überhaupt mal zu Kopfhörern, richtig? Und wie man noch mitkriegte, wie der Triangelspieler so reinhaut oder sowas oder irgendwie die Bässe richtig kommen, obwohl man es dann hier im Bauch vermisst, der Bass. Also für Höhen ist es eigentlich besser. Doch, doch, ich bin mit dem Walkman rumgelaufen und fand mich und den Walkman ziemlich cool. Voll im Trend der 80er. Und man konnte natürlich Aerobic damit machen. Und ich weiß ja noch, dass diese Headsets, also die Kopfhörer, nicht sonderlich gut waren. Das Kabel hing dann immer irgendwie runter, dieser Metallbügel. Das war alles nicht so ausgereift, fand ich, im Gegensatz zu heute. Auch anderweitig gibt es Ärger. Unter den Kopfhörern dringt nicht selten Musik hervor. Gerade Ältere fühlen sich davon belästigt. Und dass man jetzt in der Öffentlichkeit Kopfhörer trägt, obwohl man unter Menschen ist. Für viele ein Sittenverfall der Jugend. Unten der eigentliche Walker und dann ein überdimensionaler Kopfhörer. Dass also das Kind ganz in dieser Technik versunken ist. Wir haben auch den Mund ein wenig geschminkt, dass sozusagen die Kinder mundlos geworden sind. Den Walkman sehen viele Medien damals kritisch. Experten attestieren dem Walkman-Träger soziale Verarmung und werfen ihm die demonstrative Abschottung von der Umwelt vor. Skandal, Skandal im Sperrbezirk, Skandal, Skandal um Rosi. Die Ohrwürmer der Schlagerindustrie, die mittels Walkman lautstark in die Gehörgänge geschickt werden, machen aus Bücherwürmer überzeugte Walkman-Fans. So jetzt. So, jetzt nimm mal die Dinger ab, sonst hört ihr mich ja doch nicht. Nimm mir das Ding ab. Weg damit.
In den 90ern verschwindet die Kassette langsam aber sicher mit dem Aufkommen der CD. Kein Bandsalat mehr. Die Lieder können einzeln angewählt werden. Der Klang ist um Welten besser. Als dann auch noch das Selbstbrennen von CDs am Computer aufkommt, ist das Schicksal der Kassette besiegelt. Seitdem sind die Musikmedien kurzlebiger geworden. Auf CDs folgen die MP3-Player. Heute kommt unsere Musik vom Handy, Laptop oder Livestream. Wir klicken uns durch riesige Sammlungen und endlose Playlisten. Jahrzehnte wird davon nichts überdauern. Dass das Fernsehen die Welt eroberte, ist vor allem einer Erfindung zu verdanken: der Bildröhre. Ein klobig schwerer Glasklumpen, der damals ganze Möbelstücke ausfüllte. Damals war wenig Fernseher und viel drumrum. In deutschen Wohnzimmern stehen die ersten Fernseher ab Anfang der 50er. Ein sündhaft teures Statussymbol in den Jahren des Wirtschaftswunders. Man hat nicht gedacht, oh Gott, sondern man hat eher gedacht, oh, so, Fernseher parat. In seinem privaten Museum in Ohr-Erkenschwick hat Rainer Berkenhoff wahre TV-Schätze von damals zusammengetragen. Der Rentner sammelt seit über 40 Jahren alte Röhrenfernseher und besitzt so manche Rarität. Das ist eine Schaub-Lorenz-Fernseh-Musiktruhen-Kombination. Radio-Plattenspieler, wie die meisten Leute das kennen, als irgendeine einfache Musiktruhe. Man konnte natürlich wählen, nur Radio mit Platte oder halt zuschieben. Und dann hat man einfach hier das Fernsehgerät aufgeschoben und man konnte dann hier Fernseh gucken, das erste und zweite Programm. Die Anzahl der Geräte bleibt erstmal gering, denn ein einfacher Fernseher kostet rund 1000 D-Mark, mehr als 3 Monatsgehälter. Wer sich keinen eigenen leisten kann, schaut bei Verwandten oder den Nachbarn, geht in die Gaststätte oder bleibt vorm Schaufenster stehen. Auf Leihgeräten kann man sogar stundenweise fernsehen. Den Kassomaten füttert man mit Münzgeld. Am Monatsende kommt der Mitarbeiter des Fernsehladens zum Leeren. Wir hatten einen Fernsehapparat, wo hinten so ein großer Kasten da dran war. Und da hat die Fernsehstunde 1 Mark gekostet. Und es ist schon auch mal passiert, dass mitten in den Schölermanns oder Familie Hesselbach oder keine Ahnung, was wir da geguckt haben, uns der Sender ausgegangen ist, weil wir nicht nachgeworfen haben. Vor allem der Sport fördert die Verbreitung des neuen Massenmediums. Die Fußball-Weltmeisterschaft von 1954 in der Schweiz ist die erste Live-Übertragung im Fernsehen. Noch während der WM steigt die Anzahl der TV-Besitzer in Deutschland von 28.000 auf 41.000. Der Fernseher tritt jetzt seinen Siegeszug an. 1959 gibt es schon mehr als 2 Millionen in westdeutschen Wohnzimmern und über 300.000 in Ostdeutschland. Die flimmernde Bildröhre wird zum Lagerfeuer der neuen Zeit und zum Mittelpunkt des Wohnzimmers. Alle Sitzmöbel sind jetzt auf sie ausgerichtet. Das Aufstellen ist oftmals ein Familienereignis, Fernsehempfang keine Selbstverständlichkeit. Der Fernsehtechniker, der kam raus, stellte den Fernseher auf. Großereignis, Opa war da, Oma war da, oben einer auf dem Dach, einer im Flur. Jetzt dreh die Antenne. Wunderbar, das Bild ist da. Noch ein Schatten, noch mehr links, noch mehr rechts. Alles wunderbar. Ja, so bleiben. Nein, wieder weg. Nochmal von vorne. Ich kann mich genau erinnern. Die Bildröhre, nach ihrem deutschen Erfinder auch Braunsche Röhre genannt, bildet für Jahrzehnte das Herz jedes Fernsehers. Durch Hochspannung werden im Vakuum Elektronen in Richtung Bildschirm beschleunigt. Treffen sie dort auf eine spezielle Beschichtung, entsteht ein kurzer Leuchtimpuls, ein Bildpunkt. Für farbige Bildpunkte reicht es, 3 Elektronenstrahlen zu erzeugen. Jeder von ihnen regt ein eigenes Spezialpigment zum Leuchten an. Rot, Grün und Blau. Je nachdem, wie stark die 3 Strahlen die Leuchtschicht anregen, nimmt unser Auge unterschiedliche Farbtöne und Helligkeiten wahr. Gesteuert von Elektromagneten rasen die Elektronenstrahlen zeilenweise über den Schirm und erzeugen so aus vielen Leuchtpunkten ein Bild. Und das
25 Mal in der Sekunde. Elektrische Hochspannung und glimmende Bauteile bescheren Fernsehbesitzern damals den ein oder anderen Schreckmoment und den typischen Röhrengeruch. Es gab den Zeilenkäfig, da gab es drei Röhren und die waren halt für die Hochspannung, für die Bildhelligkeit oder für das Bild zuständig. Und wenn die kaputt ging wegen Überhitzung, dann blieb die Röhre dunkel und der Ton brabbelte weiter. Und wenn die Fernseher hinterher älter wurden, kam ja hinten durch die Rückwand, durch die Löcher, kam der Staub, der sich auf die Röhren setzte. Der wurde dann auch nochmal erhitzt. Das roch man dann natürlich auch. Ne? Ab Dezember 1952 strahlt der Nordwestdeutsche Rundfunk als erster Sender der Bundesrepublik ein tägliches Programm aus. Und auch das DDR-Fernsehen beginnt als Fernsehzentrum Berlin im Dezember 1952 zu senden. Und das ist eine Fernsehkamera. Ach, Sie glaubten, ich sei immer allein? Nein, unser Kollege Kameramann ist immer in meiner Nähe. Empfangsbereit sind zu diesem Zeitpunkt in der DDR erst knapp 60 Fernsehgeräte. 30 Jahre später kann sich ein Großteil der DDR-Bürger einen Fernseher leisten und sich ein Leben ohne nicht mehr vorstellen. 9,9 braucht er, dann ist er Olympiasieger. In westdeutschen Haushalten der 80er Jahre flimmert die Röhre täglich im Schnitt über 2 Stunden. Bis zur Jahrtausendwende sind es sogar mehr als 3. Ende der 90er Jahre taucht eine Neuerung auf, die der Bildröhre den Garaus machen wird. Flachbildschirme erobern den Markt. Sie sparen Platz, sind leicht und bieten alles, was das digitale Zeitalter verlangt. 16:9 und HD. Das Fernsehen geht weiter. Ohne die Röhre, die es einst groß gemacht hat. Es gab eine Zeit, in der waren Nachrichten kostbar. Menschen mussten jedes Wort abwägen, das sie jemandem schicken wollten. Simsen, posten, mailen. Heute verschicken und empfangen wir mehr Mitteilungen als nötig, fast gratis. Das Telegramm, die SMS der Festnetzära, war langsam und teuer. Aber was per Telegramm kam, das war wichtig. Telegramm war eigentlich immer die erste Reaktion, war, irgendjemand ist gestorben oder irgendwas Schlimmes ist passiert. Also aus meiner Kindheit weiß ich noch, dass Telegramme was Wichtiges waren. Da klingelte jemand an der Tür und das war dann der Telegrammbote und der überreichte einem dann dieses Ding. Und wenn es ganz wichtig war, war es ein Schmucktelegramm. Als Telegrammabsender musste man noch persönlich zur Post gehen und einem Beamten den Text diktieren. Bezahlt wurde pro Wort. Der Beamte telegrafierte alles an das zuständige Postamt des Empfängers. Dort wurden die Textstreifen ausgedruckt, aufgeklebt und sofort zugestellt. Und zwar höchstpersönlich vom Telegrammboten. Was aus heutiger Sicht umständlich erscheint, verändert im 19. Jahrhundert die Welt. 1837 erfindet der Amerikaner Samuel Morse den Schreibtelegraphen. Er basiert auf einem Stromkreis zwischen Sender- und Empfängergerät. Durch das Drücken der Taste beim Absender wird er geschlossen und setzt beim Empfänger einen Elektromagneten in Bewegung. Dieser drückt einen Schreibstift auf ein vorbeilaufendes Papierband. Je nach Länge der Tastendrücke auf Senderseite hinterlässt der Stift beim Empfänger kürzere oder längere Striche auf dem Papier. Morse entwickelt deshalb einen simplen Code, mit dem man Buchstaben durch eine Abfolge von Kurz- oder Langsignalen ersetzen kann. Das Morse-Alphabet, das bald jeder Telegraphist beherrschen muss. Ab 1856 ersetzt ein akustisches Signal den Stift. Nachrichten brauchen jetzt nicht mehr Tage oder Wochen mit der Postkutsche oder dem Schiff. Morse-Stationen kabeln sie binnen Minuten oder Stunden ans Ziel. 1870 verbinden Telegraphendrähte bereits große Teile der Welt. 1898 bringt der Italiener Guglielmo Marconi eine neue Erfindung auf den Markt, den Funktelegraphen. Die drahtlose Nachrichtenübermittlung erlaubt es, Meere zu überbrücken und bewegliche Stationen einzurichten. Schiffe können jetzt telegrafieren. Ein Ereignis verdeutlicht die Tragweite dieses Fortschritts wie kein anderes.
Am 14. April 1912 befindet sich die Titanic auf dem Nordatlantik. Mit 2200 Passagieren an Bord ist sie auf dem Weg nach New York. Über Funktelegramme tauschen sich bereits Schiffe über Eisbergsichtungen aus. Doch die Funker der Titanic sind mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Einerseits trug die Telegrafie ein Stück weit mit zur Katastrophe bei, indem nämlich durchaus Eisbergwarnungen verschickt wurden, die aber nicht alle beim Kapitän ankamen. Manche blieben halt liegen, weil die Marconi-Funkoffiziere, die gehörten ja gar nicht zur Schiffsbesatzung, im Grunde erstmal den privaten und finanziell einträglichen Teil privater Telegramme abgewickelt haben und erst dann eben Schiffstelegramme mal nach oben lieferten. Die Bedeutung als Sicherheitseinrichtung wird damals noch nicht erkannt. Telegramme sind ein Luxusvergnügen. Erst nachdem die Titanic einen Eisberg gerammt hat und zu sinken beginnt, wird die Funktechnik genutzt, um Menschenleben zu retten. Die Notrufe der Titanic erreichen verschiedene Schiffe in der Nähe. Die Carpathia kommt zu Hilfe und kann mehr als 700 Passagiere retten. 1500 weitere verlieren ihr Leben. Noch während der Unglücksstunden gelangt die Nachricht per Funktelegraph über mehrere Zwischenstationen in die Presse. Was vorher erst mit einigen Tagen Verzögerung angekommen wäre, erfährt die Welt nun nahezu in Echtzeit. Die Titanic, der Untergang, war ja eines auch der ersten großen Medienereignisse des 20. Jahrhunderts, was zum Beispiel daran lag, dass die Nachricht über die Kollision schon in New York angekommen war, bevor die Titanic endgültig untergegangen war. Die Nachrichten liefen einfach dadurch deutlich schneller und das hört man auch am Wort Nachrichtenticker. Eben da klingt das Wort Tickern der Telegrafenapparate immer noch an. Telegrafen leiten eine neue Ära der Berichterstattung ein. Sie bringen Nachrichten in die Redaktionen und in kurzer Zeit um die Welt. In den 30er Jahren setzen sich Fernschreiber flächendeckend durch. Mit einer Wählscheibe wird die Verbindung hergestellt und damit können auch längere Texte über die Leitung an den Empfänger übermittelt werden. Um die teuren Verbindungskosten zu senken, werden die Nachrichten auf einer Tastatur eingetippt, in Lochstreifencode übertragen und erst dann in Sekundenschnelle an den Empfänger telegrafiert. Der Fernschreiber war in der Zeit, als ich mit Journalismus anfing, das war so Ende der 70er Jahre, war das noch wie so eine Ikone des Journalismus. Und diese Dinger machten. Und ich habe damals noch als kleiner Gehilfe wirklich hier sowas den Nachrichtenstrom kontrolliert. Der kam nämlich permanent über diese Rolle ins Büro. Und ich war dann derjenige, der es abgeschnitten hat. Und der sah, das ist Wirtschaft. Und der hat das auf so einen Nagel gehängt, wo die Wirtschaftsredaktionen dann in gleichmäßigen Abständen die Strips, die sie interessierten, abholten. Also ich saß am Nachrichtenfluss. Auch Industrie und Handel werden durch den Fernschreiber von Grund auf verändert. Es ging alles plötzlich viel schneller. Man konnte über Unterseekabel in die Vereinigten Staaten telegrafieren. Plötzlich konnte man sich auch zeitnah etwa über Rohstoffpreise, Börsenkurse austauschen. Und dadurch nivellierten sich zum Beispiel Preisunterschiede. Es entstand das erste Mal so etwas wie ein richtiger Welthandel. Anders als Telefone übertragen Fernschreiber das gedruckte Wort. Verbindliche Schriftstücke können jetzt blitzschnell ausgetauscht werden. Alle Firmen oder die wichtigsten hatten einen und Fluggesellschaften bestätigten Buchungen, Banken, da liefen Börsen- oder Devisengeschäfte drüber. Und das war das Rückgrat der Wirtschaftswunderzeit. Große Firmen hatten Fernschreibsäle, da arbeiteten 20, 30 Leute an diesen Maschinen und taten den ganzen Tag nichts anderes als Fernschreiben an andere senden. Das Internet hat ab Mitte der 90er die Fernschreiber und all die Menschen an den Eingabegeräten überflüssig gemacht. Schriftlich heißt heute per E-Mail. Selbst das Telegramm ist nicht mehr, was es mal war. Man gibt es im Internet auf. Ausgeliefert wird am nächsten Tag. Ganz schnöde mit der normalen Post. Es war der 19.11.1984, als das Heute-Journal einen Banküberfall neuen Typs meldete. Guten Abend, liebe Zuschauer. Der Postminister wird es nicht gerne hören, aber das Bildschirmtextsystem der Bundespost ist nicht einbruchsicher. Ein Computerspezialist hat uns heute vorgeführt, wie man einfach durch Knopfdruck 135.000 Mark
erbeutet. Eine Katastrophe für die damals noch staatliche Bundespost. Denn das neue BTX-System ist deren Renommierprojekt. Tatsächlich ist der Bildschirmtext BTX hochinnovativ. Ein Vorläufer des Internets. Man kann online shoppen, Fahrpläne abrufen, chatten oder Online-Banking machen. All das Jahre bevor jemand Worte wie Surfen, Web oder App kennt. In den Nachrichten wird die neue Technologie vorgestellt. Bildschirmtext. Das neue Informationssystem kann zum 1. September bundesweit eingeführt werden. Dazu nötig ist ein moderner Fernseher, ein Telefon und ein dazwischen geschaltetes Zusatzgerät, das Modem. Im Vorinternet Deutschland hatte der Bildschirmtext das Zeug zum Superhit. Und trotzdem ist BTX 30 Jahre später eher unbekannt. BTX-Räder, Fahrräder, ganz kurz. Nee. Ich hätte geschworen, dass das nicht BTX, sondern BMX heißt. Und mich würde jetzt mal echt interessieren, was BMX ist. Ist das auch ein Fahrrad? Das waren diese Kassetten, ne? Bildschirmtext. Boah, das wäre ich an mir vorübergegangen. Auch wenn BTX gern als Vorläufer des Internets bezeichnet wird, war das Prinzip doch ein ganz anderes. Wo das Internet prinzipiell offen und dezentral ist, lief bei BTX alles über die Bundespost. Benutzer wählten sich per Terminal oder Decoder im Fernsehgerät oder PC-Modem über die damals noch analoge Telefonleitung beim BTX-Server ein. Anbieter wie Banken oder Reisebüros kauften bei der Post den Menüeintrag, über den ihre Seite gefunden werden konnte. Jeder Aufruf kostete den Nutzer Geld, zusätzlich zur monatlichen Grundgebühr. Abgerechnet wurde über die Telefonrechnung. Zwar konnten die Seiten auch am Fernseher angewählt werden, die interaktive Nutzung ging aber nur per BTX-Terminal oder Computer. Beides kostete noch mehrere tausend Mark. Trotzdem setzte die Post große Hoffnungen in das System. Doch ausgerechnet das Online-Banking, der heikelste Bereich, gerät in die Schlagzeilen. Den Hackern des Chaos Computer Clubs war es gelungen, über BTX an die Zugangsdaten der Hamburger Sparkasse zu kommen. Mit ihnen sorgen sie dafür, dass die Sparkasse stundenlang und immer wieder die BTX-Seite des Clubs aufruft. Dort läuft ein Trickfilm, in dem Symbole der Post zerschossen werden. Jeder Filmabruf kostet die Sparkasse 9,90 Mark. Am Ende summiert sich der Gewinn für den Chaos Computer Club auf fast 135.000 Mark. In den Nachrichten erklären die Hacker ihre Tat. Das hatte man aber dann doch schon einigermaßen schnell raus, dass es eben die Zugangskennwörter für die Hamburger Sparkasse war. Bildschirmtext ist in dieser Hinsicht einfach ein katastrophal schlechtes System. Wir haben einfach versucht, es aufzuzeigen. Eine Blamage für das Projekt, das ohnehin nie richtig in Schwung kommt. 1 Million Benutzer waren für die ersten 3 Jahre angepeilt. Doch so viele sind es erst Mitte der 90er, als die BTX-Seiten längst Teil des Internetportals T-Online sind. Von Bildschirmtext redet da niemand mehr. 2001 wird das Angebot abgeschaltet. Nur das Online-Banking überlebt tatsächlich noch bis 2007. Dann ist BTX endgültig Geschichte. Immerhin verdanken wir dem Bundespost-Flop, dass wir damals eine Ahnung von Cyberkriminalität bekommen und das Wort Hacker gelernt haben. Man musste da hingehen, man musste das Geld haben, das Ding musste funktionieren, was nicht immer der Fall war. Ich erinnere mich komischerweise an den Geruch. Es roch eigentlich immer nach Zigaretten, weil Leute wohl endlos geraucht haben. Also ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben, es war schön warm da drin, es war direkt kuschelig. Es war alles ein bisschen bäh. Sie war 1 Quadratmeter groß, nicht besonders einladend und stets besetzt, wenn man sie dringend brauchte. Und doch war die Telefonzelle über Jahrzehnte die einzige Möglichkeit zu telefonieren. Heute ist der Festnetzanschluss Standard. Doch das war lange anders, im Osten wie im Westen. Man vergisst gerne, dass Anfang der 1970er Jahre in der Bundesrepublik nur etwa gut 1/3 der Bevölkerung, der privaten Haushalte, Telefonanschluss hatten. Also 2/3 waren auf öffentliche Telefonhäuschen angewiesen. 1976 verlegt die Deutsche Bundespost den 14-millionsten Telefonanschluss. Erst jetzt baut sie das Netz aus. Wer ein Telefon hat, hat zumeist den Fernsprechtischapparat 71 der Deutschen Post
umgangssprachlich die graue Maus, oder einen ihrer vierfarbigen Nachfolger. Erst Ende der 80er Jahre haben nahezu alle Bundesbürger einen eigenen Anschluss. Bis es soweit ist, müssen sie in der Telefonzelle telefonieren und sich beim Reden sputen. Man hat schon mal an der Tür gerüttelt und hat gesagt, Mensch, fertig werden. Stand ja eigentlich drauf, fasse dich kurz, aber manche telefonierten ja stundenlang. Und der große Stöhner war dann, wenn man dachte, jetzt ist es gleich vorbei, und es hob sich die Hand und oben ging dann noch mal eine Mark rein. Und dann macht man schon mal so, ich will auch mal und so weiter. Das war schon ein Platz der Kommunikation und nicht unbedingt der positivsten Kommunikation. Wie lange machen Sie denn noch? Und nicht nur die Wartenden mahnten zur Eile. 1980 führte die Post die Minutentaktung ein. Für die Festnetzanschlüsse genauso wie für die Telefonzelle. Konnte man vorher für eine Einheit von 23 Pfennig so lange telefonieren, wie man wollte, muss bei einem Ortsgespräch jetzt nach 8 Minuten Geld nachgeworfen werden. Es klackerte immer durch, das weiß ich noch. Man sah, glaube ich, auch die Zeit irgendwann bei den späteren Modellen. Bei den ursprünglichen ja nicht. Da machte es einfach Klack und das Gespräch war weg. Da sind auch Telefongespräche kaputt gegangen, ja, wenn es durchgefallen ist. Oder man hat, also das, daran erinnere ich mich natürlich, dass man dann ganz schnell, ich muss jetzt Schluss machen, ganz schnell. '04 wird in Berlin das erste öffentliche Telefon außerhalb eines Postamts eröffnet. Es steht in einem eigens dafür aufgestellten Häuschen und ein Automat regelt die Bezahlung. Ein sogenannter Fernsprechkiosk. Eine Sensation. Denn jetzt hat jeder mit ausreichend Münzbesitz Zugang zu einem Telefon. Mit der Zeit werden die Häuschen schlanker und ihr Aussehen vereinheitlicht. In den 20ern sind sie außen blau und innen weiß. Im Dritten Reich sind sie rot. Und nach dem Krieg sind sie hüben wie drüben knallgelb. Als die Post 95 zur Telekom wird, geht es in Grau-Magenta weiter. Zurück in den 70ern. Für die Bürger der DDR sind Telefonzellen besonders wichtig. Eigene Telefonanschlüsse Mangelware. Dementsprechend viel muss von der Zelle aus besprochen werden. Sie entschuldigen bitte, ging es um eine gute oder um eine schlechte Angelegenheit? Wir fragen alle. Um eine Hüteinleger, ich bin Vater geworden, ja. Ja, tatsächlich? Ja. Was ist es? Das ist ein Mädchen. Welchen Name? Claudia. Ja, ich habe eben eine Annonce in einer Zeitung gelesen, da sucht einer einen Schweißtrafe. Ich habe mit der Liebknechtstraße mit einem Konfitürengeschäft gesprochen. Worum ging es? Beraten Sie uns das? Aber mein Wagen stimmt halt nicht. Irgendwas mit dem Motor. Ging es um eine ganz wichtige Angelegenheit? Nee, ich habe mit meiner Frau gesprochen. Hatte ich getippt, ja. Ja. Wusste bloß, hat den Ring nicht gesehen. Nee, ich dachte, würden Sie uns auch das Thema verraten? Nee, oder einfach so. Einfach so. Muss Sie hatten, Ihnen war es so, ja? Ja, ich muss jetzt zwischendurch wie mal sagen, dass es ganz gut ist mit dir. Bis zur Wende hat nur gut jeder 10. Haushalt in der DDR einen Telefonanschluss. Das Netz ist kaum ausgebaut. Und ein Großteil der Leitungen stammt aus den 20er Jahren. Der SED-Staat hat kein Interesse daran, dass seine Bürger viel kommunizieren. Telefongespräche in die Bundesrepublik müssen bis zum Ende der DDR sogar noch mit der Hand verbunden werden. Mitarbeiter verkabeln die Anrufe auf Schaltpulten, die zum Teil noch aus der Vorkriegszeit stammen. Und das auch nur nach voriger Anmeldung. Zu Weihnachten oder Silvester musste man es praktisch 24 Stunden vorher anmelden und musste. Ne, und dann war auch nicht klar, ob man zu der Zeit, zu der man es wollte, also meinetwegen zur Bescherung um 19 Uhr, ob das ging. Es konnte dann sein, dass es nachts um 2 war und es hieß dann, hier ist ihre Verbindung nach Erfurt. 1,6 Millionen unbearbeitete Anträge auf ein Telefon und ganze Ortschaften ohne Anschluss hinterlässt die DDR, als sie untergeht. Bis niemand mehr auf Telefonzellen angewiesen ist, dauert es noch bis in die zweite Hälfte der 90er Jahre. Ein Phänomen gehört zur Telefonzelle in beiden Teilen Deutschlands. Also das ist doch ein Mist. Ist das hier in Ordnung? Eine Sendung im DDR-Fernsehen berichtet über das Problem kaputter Telefonzellen. Etwa ein Viertel der öffentlichen Telefone ist in der DDR dauerhaft wegen mutwilliger Zerstörung außer Betrieb. Auch in der Bundesrepublik kostet Vandalismus die Deutsche Post große Summen.
Also haben ja Leute reingepinkelt. Und die am Schluss, also als das Ende der Telefonzelle schon nahte, gab es ja auch gar keine Telefonbücher mehr, weil, ja, weiß nicht, was Leute damit gemacht haben, Feuer oder so. Über 10 Millionen D-Mark jährlich für Reparatur- und Wartungskosten machen die öffentlichen Münzfernsprecher in den 80ern zum Minusgeschäft. Seit Mitte der 90er besitzen die meisten Deutschen ein Mobiltelefon. Und die verbleibenden Telefonzellen fristen ein meist einsames Dasein. Telefonzelle ist ja am Aussterben. Gibt's ja gar kaum noch. Zwischendurch hatte ich überhaupt nicht gemerkt, dass die Dinger weg sind. Sie sind weg. Ganz sind sie jedoch nicht verschwunden. Gut 30.000 öffentliche Fernsprecher der Telekom gibt es noch in Deutschland. Was viele nicht wissen, ein Gesetz regelt die Grundversorgung mit öffentlichen Telefonen. Jeder Bundesbürger muss im Umkreis von 2,5 Kilometern eins erreichen können. Erst wenn der Umsatz unter 50 Euro im Monat schwindet, darf die Telekom den Apparat mit Erlaubnis von Bundesnetzagentur und Gemeinde abbauen. Diepholz bei Bremen. Hier laufen Maschinen aus den 70er Jahren auf Hochtouren. Der richtige Hammer kam dann praktisch Ende 2013, Anfang 2014, wo also so massive Kapazitäten benötigt worden sind, die uns überrollt haben. Mittlerweile arbeiten wir im Dreischichtbetrieb, 5 Tage die Woche und produzieren am Tag ca. 28.000 Tonträger. Holger Neumanns Schallplattenpresswerk ist eins der letzten 5 in Europa. Die LP war tot, die Pressen eingemottet. Und plötzlich boomt das Vinyl. Immer mehr Bands verkaufen wieder Schallplatten, wie früher. Analog und sinnlich. Bei der Schallplatte kann ich sie rausnehmen, ich kann sie richtig fühlen. Ich muss sie von beiden Seiten abhören und kann sie auf dem Plattenspieler legen. Ich kann da so ein bisschen zelebrieren mit. Man legt sie auf, man drückt nicht so nebenbei auf den Knopf, sondern es war ein Akt. Man holt die aus der Hülle raus, man legt sie auf, man nimmt den Arm, da hast du wirklich mit dem Arm aufgenommen und machte das so. Wenn die dann die Rille gefunden hatte, dann wusste man noch 10 Sekunden und dann geht's los. Das Knistern war natürlich toll. Also wenn die Platte oft gehört wurde, knisterte sie. So war das. In den 60er Jahren stürmt die Schallplatte die Läden und verbreitet sich rasant. Anders als Radio oder Bühne erlauben Platten die persönliche Musikauswahl. Und sie revolutionieren die Popkultur. Denn über die Verkaufszahlen erfahren Musiker und Verlage jetzt unmittelbar, worauf die Hörer stehen. Jeder will in die Charts. Und noch etwas entsteht durch die Schallplatte. Diskotheken. Statt Live-Kapellen, die Lieder covern, stehen hier Disc-Jockeys an Plattenspielern und bringen die Hits im Original auf die Tanzfläche. Das ist die Scheibe in diesen 3 Minuten. Cat Stevens. Here comes my wife and Cat Stevens. Billig waren Schallplatten nie. Und nichts für nebenbei. Damals war es noch eine kleine Feier, eine Platte zu hören. Das war eine Respektbezeugung gegenüber dem Medium, was heute so vorbeigeht, ob das gerade läuft oder nicht. Man drückt drauf, eigentlich läuft es immer. Es ist so eine Wurstigkeit gegenüber dem, was man hört und wie lang man es hört. Trotzdem war die Technik für gewisse Stunden nicht ganz geeignet. Ich habe Erinnerung an so einen 10-Platten-Spieler. Also wenn man so geknutscht hat und man hatte so Single-Platten dann. Und wenn die Freundin gerade da war und im falschen Moment muss man aufstehen, die Platte wechseln, war auch immer ein bisschen blöd. Und dass das natürlich Romantikkiller war, ja. Wenn plötzlich, man war in einer super Stimmung, plötzlich war es zu Ende. Was viele damals an der Schallplatte nervt, ist deren Sensibilität. Wie aus dem Nichts sammelt sie Staub und Kratzer. Und quittiert das mit Knistern, Knacksen und Sprüngen. Es gibt aber auch Menschen, für die das genüsslicher Teil des Zelebrierens und eine regelrechte Glaubensfrage ist.
Da gingen natürlich die Gelehrten auseinander. Die einen haben es dann nass abgespielt mit Lenko Klin, wie es das früher gab. War dann natürlich der Nachteil, während des Abspielens war es tipptopp, aber danach ist die Platte angetrocknet und wenn ich sie in die Innentasche gepackt habe, hatte ich schon wieder Staub drauf. Dann gab es diese Antistatiktücher, die sie dann vorher gewischt haben. Manche haben es dann in der Rille falsch gewischt, dann hatte ich mehr Kratzer drauf wie Qualität. Also das war schon ein echtes Ritual und man musste sich damit auseinandersetzen und wissen, was man tat. Doch dann kommt das Jahr 1982 und schon bald erobert auch in Deutschland die CD das Plattenregal. Sie scheint in jeglicher Hinsicht besser als die Vinylscheibe. Also die Revolution in den 80er Jahren, deren CD war nicht aufzuhalten. Die Schallplatte wurde mehr oder weniger eigentlich in 24 Stunden als tot erklärt. Und sämtliche Mitbewerber oder Hersteller haben natürlich ihre Vinylpresswerke verschrottet, vernichtet, um Platz für die CD-Fertigung zu haben. Wir haben damals das Bauchgefühl gehabt, gesagt, wenn so eine Produktion verschrottet ist, kriegen wir sie nicht mehr wieder. Und da haben wir gesagt, okay, wir motten das Ganze ein, wir legen Folie rüber, fetten es ein und lassen es liegen. Vielleicht kommen hier und da nochmal Aufträge zu einem Retro-Trend der Vinyl. Ein kleines Comeback hat das Vinyl in den 90er Jahren. Man feiert zu Techno, House und Breakbeats. Die Sounds sind elektronisch, aber der Groove entsteht am Plattenspieler. In den Clubs legen angesagte DJs Vinyl auf. Die Zeiten von jährlich 70 Millionen verkauften LPs in Deutschland werden nie mehr kommen. Doch schon die aktuelle Retrowelle treibt die letzten Presswerke mit gut 2 Millionen Scheiben Jahresbedarf an die Leistungsgrenze. Also wir produzieren nach wie vor auf den Originalmaschinen aus den 70er Jahren. Es hat sich technisch und produktionstechnisch bis heute nichts getan, nichts verändert. Und das ist, glaube ich, wichtig auch. Und die Maschinen halten uns die Treue mittlerweile 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche. Aber man darf nicht verkennen, sie sind alt, sie werden reparaturanfälliger. Und da waren schon Überlegungen gewesen, die eine oder andere Maschine stillzulegen, um halt von der stillgelegten Maschine die Ersatzteile für die laufenden Maschinen zu haben. Seit 150 Jahren gibt es Schallplatten. Auf einer Präzisionsmaschine wird die Musik fast wie zu Edisons Zeiten in eine Schicht Lack gebannt. Brachten damals Schallwellen direkt eine Nadel zum Schwingen, ist die Musik heute elektrisch gespeichert und versetzt den Schneidstichel über Magnetspulen in Schwingung. Während sich der Rohling dreht, schneidet der Stichel eine lange, spiralförmige Rille in die Oberfläche. Je nach Tonhöhe und Intensität ist die Rille breiter, schmaler oder weiter geschwungen. Tiefe, laute Töne ziehen eine breitere und hohe, leise eine engere Spur. Vor der eigentlichen Pressung kommt jetzt jede Menge Chemie. Die Folie aus dem Schnittstudio wird in einem galvanischen Bad mit einer dünnen Metallschicht überzogen. Dieses metallische Negativ heißt Vater. Von ihm werden wieder durch galvanische Beschichtung positive hergestellt, die Mutter. Per Gehör und unter Mikroskop überprüft ein sogenannter Mutterstecher den Rohling auf Fehler und bessert die Rillen in Handarbeit aus. Von der Mutter werden danach die eigentlichen Pressformen für das Vinyl hergestellt. Jede von ihnen reicht für gut 1000 Platten. Als Rohling wird ein kleiner PVC-Kuchen auf 160 Grad erhitzt, der Pressmaschine zugegeben und mit großem Druck in die Formen gedrückt. Dabei erhält die Schallplatte übrigens nicht nur ihre Rillen, sondern auch gleich die Etiketten auf Vorder- und Rückseite. Wer weiß, wie lange sich die Platte ihrem endgültigen Verschwinden noch widersetzen kann. Es war eine schöne Zeit mit LPs, Kassetten und Flimmerkisten. Es gab weniger weltbewegende Ideen und bahnbrechende Erfindungen. Die Älteren haben vielleicht nie gemerkt, dass einige von ihnen irgendwann mal verschwunden waren. Und die Jüngeren vielleicht nie gewusst, dass es sie überhaupt mal gab.